So, und dann hier noch. Dann ist es auf jeden Fall schon mal zu. Feinarbeit und Schönheit können wir dann nachträglich noch machen. So, dann machen wir es. Ja, gut, ich. Nee, nicht mit Glas. Machen wir es mit Sand. Begrenzen wir das mit Sand. Das Glas kommt weg. So, pass auf. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und zack. Dass wir einfach schon mal das Erdgerüst innen rausgraben können. Wäre aber gut, wenn wir dafür noch eine Schaufel hätten eigentlich, ne? Moment. Dann machen wir die Ecke hier auch gleich noch fertig. Und die andere auch, weil dafür müsste das Glas eigentlich locker reichen. Ja. Okay. Na, ja, geh halt raus. So. Jetzt bräuchten wir eine Schaufel, die werde ich mir mal kurz holen gehen. Also machen. Dass das Erdgerüst schon mal rauskommt, soweit, wie es möglich ist. Und dann muss ich mir noch überlegen, wie ich den Zugang mache. Und das wird dann in der nächsten Aufnahmesession geschehen. Aber ich möchte auf jeden Fall das Erdgerüst jetzt noch schnell raus haben. So. Ich musste es mit den Truhen mal ändern hier. Das wird langsam voll hier. Eine Steinschaufel oder zwei, genau. Glas brauche ich gleich nochmal. Deswegen werde ich da jetzt auch gleich nochmal was mitnehmen. Aber ich brauche jetzt die Schaufel erstmal. So. Zack. Zack. Da ist gar keins drin. Warum, weiß ich nicht. Hä, wieso ist hier kein... Ach, habe ich... Ach so. Ich habe gedacht, ich habe erst aus dem mittleren genommen. Okay. Wir müssen dran denken, wir haben noch ein zahmes Schaf. Wir haben noch ein zahmes Pferd da hinten. Dass wir das bei Gelegenheit auch noch holen. So. Dann mal raus mit dem Kladderadatsch, ne? Bloß, wie komme ich dann wieder hoch? Ja, ich grabe mich dann einfach auf einer Seite wieder mit Sand hoch, würde ich sagen, ne? Nein! So. Krise abgewendet. Jetzt aufpassen, dass ich nicht den Sand weggrabe. Weil das ist die letzte Bastion vor dem Wasser. Natürlich soll das hier oben dann dicht sein, das soll ja nicht ewig in die Höhe gehen. Sonst macht es ja wenig Sinn, dass es unter dem Meeresspiegel ist. Es kann auch gut sein, dass ich mit Wasser nochmal nachhelfen... Nein, dass ich mit Wasser nochmal nachhelfen muss. Dass da dann auch keine Strömungen mehr sind. Oh, ich habe schon wieder einen Schock gekriegt, weil ich nicht mit daran gedacht habe, dass ich da schon Glas habe. So, und so, und so, und so. Und so, und so, und so. Ja, stimmt, das ist ja die eine Glasriege, die falsch ist. Die muss ja sowieso auch noch raus. Ein Boden braucht das Ganze dann auch noch, aber hier unten ist ja dann kein Wasser mehr, wenn ich grabe. Also macht es nichts, dass ich hier noch nichts reingezogen habe. Ich glaube, da mache ich jetzt dann aber schon mal Cobblestone rein. So. Jetzt sind wir dann auch am Ende der Aufnahmesession angelangt, würde ich sagen. Weil erstens habe ich Hunger wie die Sau. Zweitens habe ich Wäsche in der Maschine. Und drittens ist jetzt eine Pause, glaube ich, gar nicht so falsch. Und ich mache den Boden dann insgesamt nochmal eine ganze Ecke stabiler. Ich mache das komplett außenrum mit Cobbles. Also zwei Schichten. Ich habe doch genug dabei, hoffe ich. Ja, habe ich. So, pass auf. Jetzt erstmal so. Was haben wir hier eigentlich noch für Erde außenrum? Die muss auch noch weg dann von außen.
kann ja so kein Wasser reinkommen. Ist ja alles dicht. So. Es wird langsam dunkel hier unten. So, dass wir das noch fertig kriegen, weil ich möchte jetzt ungern schneiden. Ich wollte unterm Portal auch noch Stein machen, ne? Machen wir gleich noch. Kein Stress. Habe rechtzeitig dran gedacht. So. Ja, ich glaube, ich mache das trotzdem mit Cobbles, weil ich sowieso kein anderes Texturenpack mehr verwenden werde, nach dem hier. Ah, und ich sehe gerade, ich habe einen unglaublich beschissenen Fehler gemacht. Ich habe das Portal zu klein gemacht. Das heißt, wir müssen das jetzt nochmal kurz ändern. Ich habe das nur 2 groß gemacht. Das muss natürlich 3 groß sein. Ja, das ist das. Wenn man unter Wasser baut, da vergisst man dann gern mal was. So. Zack, zack, zack. Zack, das muss natürlich hier quer gehen, nicht schon eins tiefer. Das ist jetzt aber nicht weiter schlimm, weil das mit dem Glas dann trotzdem passt. Und hier machen wir dann auch wieder Obsidian hin, dass das ein Komplettportal wird. Oder auch nicht, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall stimmt das Portal jetzt. Und wir können die 2. Schicht Cobbles auftragen. So. So schaut's jetzt aus erstmal. Ich glaube, das kann man so anbieten. So vom Grundsätzlichen her erstmal. Und jetzt müssen wir natürlich noch gucken, wie wir den Zugang machen. Und der Zugang müsste in der Richtung sein, ne? Genau. Tja, vielleicht unterirdisch, ich weiß es noch nicht. Aber unterirdisch macht eigentlich wirklich am meisten Sinn, ja. Dass hier gleich eine Treppe runterführt und dass man dann hier unterirdisch hinkommt und zwar genau auf dieser Höhe. Das wäre eigentlich am sinnvollsten, dass ich hier dann gleich mal so einen Glasgang hinmache. Von außen. Ich glaube, das machen wir so. Ich mache jetzt hier gleich mal einen Ansatz, damit ich die Idee nicht vergesse. Moment, wo ist mein Glas? Ich habe ja noch mehr als genug. So, pass auf. Ach, natürlich, das muss ja auch noch... Ja, das ist ja auch egal. Da kommt ja dann Stein noch hin. So. Mal kurz hoch. Aua. Ey, komm, das muss jetzt echt nicht sein, oder? Natürlich auch noch gleich 2. Okay, wir haben unsere Idee. Ich habe den Ansatz hergestellt. Ich gehe jetzt schlafen und beende damit auch die Aufnahmesession. Vielleicht auch mache ich heute gar keine mehr. Ich weiß es noch gar nicht. Für dieses Mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen wieder. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch wieder in dieser Aufnahmesession. Wir haben viel geschafft, wir haben viel erlebt und es geht voran. Das Netherportal steht. Wir machen es speziell. Wir haben ein Pferd gesattelt. Also alles im Reinen. Und ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge auch wieder dabei. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten... paar nette Kommentare. Wie immer, ich werde sie lesen, ich werde sie beantworten, ich werde sie verschlingen und nochmal alles, alles Liebe zum Geburtstag. Was zum Teufel? Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf alles, alles. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Servus, Lea.